Zeit für Trafema TV. Heute melden wir uns aus dem Kölner Südstadion. Auf dem Programm steht ein Testspiel zwischen dem SC Fortuna Köln und dem großen 1. FC Köln. Fortuna spielt momentan in der NRW-Liga, belegt aktuell den 8. Tabellenplatz. Der FC hingegen spielt in der Bundesliga, aktuell auch Tabellenachter. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, da haben sich beide Mannschaften aus Köln noch wirklich in punktuellen gemessen. Das letzte datiert aus dem April 2000. Damals siegte die Fortuna im Müngersdorfer Stadion mit 4:1. Dennoch stieg die Fortuna am Ende ab, da bei Gang der Tiefe stürzte der Fortuna und der FC hingegen stieg in die Bundesliga auf. Legendär ist natürlich auch das Pokalfinale von 1983, wo erstmals in einem deutschen Pokalfinale zwei Mannschaften aus einer Stadt aufeinandertrafen. Damals im Müngersdorfer Stadion entschied Pierre Littbarski die Partie mit dem goldenen Tor für den FC. Der FC gewann damals den letzten nationalen Titel. Ja, so heiß wird es heute sicherlich nicht ergehen, aber wir freuen uns trotzdem auf ein schönes Spiel. Ja, die ersten Spieler laufen schon auf zum Aufwärmen. Wir geben erstmal zurück. Wir melden uns dann gleich mit den ersten Gesprächspartnern wieder. Ja, ich darf sofort meinen ersten Gesprächspartner hier zum Gespräch begrüßen, Niklas Blecht, Ersatztorwart von Fortuna Köln. Niklas, aktuell belegt ihr in der NRW-Liga den 8. Tabellenplatz. Wie bist du mit dem Saisonverlauf bisher zufrieden? Ich denke mal schon, dass wir eigentlich recht zufrieden sein können, was wir bisher in der NRW-Liga geleistet haben. Wir wussten am Anfang alle nicht so, wie wir in dieser Liga aussehen werden. Und ja, bis auf die letzten beiden Spiele haben wir auch recht gut gespielt. Jetzt müssen wir wieder anpacken und auch mal wieder Punkte holen nach den letzten beiden Niederlagen. Ja, also eigentlich bin ich recht zufrieden mit dem Saisonverlauf. Wir von Trafema berichten ja hauptsächlich über den Amateurbereich. Unser Slogan ist ja auch Heimat des Amateurfußballs. Wie verfolgst du so, sag ich mal, den Amateurbereich, den Amateurfußball, gerade hier im Kölner Raum? Ja, da ich ja selber aus dem Amateurbereich auch komme, also ich habe Landesliga gespielt, Verbandsliga gespielt, bin dann mit der Fortuna aufgestiegen, verfolge ich den Amateurbereich weiterhin natürlich noch gut. Es spielen noch viele Freunde von mir, da gucke ich mir regelmäßig die Ergebnisse an, ja. Was ist dein Heimatverein? Ich komme ursprünglich aus Hamburg, insofern, da habe ich 5 Jahre beim HSV gespielt, insofern ist das so mein Heimatverein, aber hier im Kölner Raum, ja, mittlerweile Fortuna. Hast aber schon noch Kumpels, sage ich mal, die auch in unteren Klassen spielen, Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga. Verfolgst du da auch regelmäßig die Ergebnisse? Guckst du Sonntagabend ins Internet, wie die Jungs da gespielt haben? Ja, definitiv. Also ich habe, wie gesagt, nach Alfter zum Beispiel noch ganz gute Kontakte. Die spielen jetzt Landesliga, nach Hennef in der Mittelrheinliga. Da gucke ich regelmäßig eigentlich die Ergebnisse, wie da in den beiden Ligen, wie es da gelaufen ist. Heute natürlich Highlight hier, Testspiel gegen großen FC. Kein Spiel wie jedes andere für euch, oder? Ja, definitiv. Ist natürlich immer super, wenn die Jungs vom FC gegen uns antreten. Flutlichtspiel heute Abend wieder. Ich hoffe, dass noch ein paar mehr Zuschauer kommen und klar, ist immer ein Highlight. Eine Frage habe ich noch kurz. Aktuell bisher in der Saison hat meistens der Christopher Möllering bei euch im Tor gespielt. Wie sieht es heute aus? Wirst du auch in der Halbzeit zum Einsatz kommen? Ich denke schon. Also der Christopher fängt an und ich denke, dass ich in der zweiten Halbzeit dann spielen werde, ja. Alles klar, dann drücken wir die Daumen, dass du heute gegen großen FC vielleicht den einen oder anderen Ball halten kannst, nicht nur aus dem Netz holen kannst. Wir drücken dir die Daumen. Danke dir. Ja, ciao. Ja, jetzt darf ich den Trainer vom SC Fortuna Köln, den Matthias Mink, hier zum Gespräch begrüßen. Herr Mink, aktuell belegt ihr den 8. Tabellenplatz in der NRW-Liga als Aufsteiger. Sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf? Der 8. Platz interessiert mich eigentlich nicht. Wichtig sind, denke ich mal, die 21 Punkte. Wenn man zugrunde legt, dass man 14 Spiele hat, 21 Punkte, dann ist das für einen Aufsteiger ganz okay. Hätten wir auch den einen oder anderen Punkt gerne mehr gehabt, wenn man zugrunde legt, dass wir jetzt in Österreich-Iserlohn auch verloren haben, was sicherlich nicht ganz in unserem Sinne war. Aber gut, ich meine, wir sind noch gewissen Schwankungen unterworfen, weil wir noch nicht die Konstanz, die Stabilität haben, sind aber ganz guten Mutes, dass wir die im Laufe der nächsten Wochen finden werden. Da haben Sie es schon angesprochen. Am Wochenende habt ihr bei Österreich-Iserlohn mit 3:2 verloren. Genau vor einer Woche, glaube ich, auch hier gegen Bonner SC knapp 3:2 verloren. Inwiefern werfen euch die beiden Niederlagen zurück? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, ich meine, aktuell haben sie uns, denke ich mal, nicht zurückgeworfen, zumindest nicht dahingehend, dass wir nicht wissen, dass wir Gas geben müssen, um auch in der Liga gute Ergebnisse zu erzielen, beziehungsweise gegen gute Mannschaften hier auch erfolgreich zu spielen. Vielleicht fragen sie mich in 3-4 Wochen nochmal, dann kann ich ihnen sagen, ob uns die 2 Niederlagen zurückgeworfen haben. Ich weiß es nicht. Kommen wir gerne drauf zurück, ja. Am Wochenende geht es hier im Südstadion gegen Schwarz-Weiß Essen. Wie schätzen Sie den Gegner ein?
Ich habe sie vergangenes Wochenende gegen Dattenfeld zu Hause gesehen. Es ist sicherlich fußballerisch nicht die beste Mannschaft, aber eine sehr kompakte Mannschaft. Haben ein paar alte Strategen mit drin, mit dem Saracevic. Und ich denke mal, sind schwer zu bespielen, sind aber nicht unschlagbar. Und da wir zu Hause ja sehr erfolgreich gespielt haben jetzt zuletzt, legt man mal oder stellt man mal dieses 3-2 gegen Bonn an Rande. Haben wir ja ganz erfolgreich gespielt, denke ich mal, ist gegen ETB hier auch was drin. Wir von Trafema berichten ja hauptsächlich über den Amateurfußball. Wir nennen uns ja auch die Heimat des Amateurfußballs. Wie verfolgen Sie auch außerhalb der NRW-Liga hier, sage ich mal, gerade im Kölner Raum, den Amateurfußball? Ja, muss ich ja als Trainer einer NRW-Liga-Mannschaft, weil man auch so ein bisschen auf dem Laufenden sein muss, was die Spieler aus der Liga drunter bzw. zwei Ligen drunter machen. Und da wir letztes Jahr auch noch Verbandsliga Mittelrhein gespielt haben, verfolgt man das logischerweise auch noch ein bisschen mehr, weil man die Mannschaften kennt, weil man die Trainer da kennt. Und von dem her nehme ich schon auch teil an dem Amateurfußball hier im Umkreis, klar. Mhm. Ich weiß, vor Ihrer Tätigkeit hier bei der Fortuna waren Sie Jugendtrainer beim Profiklub Alemannia Aachen. Wo sehen Sie die Unterschiede, sage ich mal, gerade als Trainer, was die Trainingsbedingungen angeht, im Amateur- und im Profibereich? Ja, kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ich meine, in Aachen sicherlich war das Nachwuchsleistungszentrum und sicherlich waren da viele Jugendliche, die wirklich heiß waren aufs Fußballspielen, die man so großartig gar nicht motivieren musste, weil sie natürlich alle hoch hinaus wollten und deswegen eh gelaufen sind wie die Hasen. Aber wir hatten teilweise in Aachen nur einen halben Platz zur Verfügung, um darauf zu trainieren. Und dann ist es natürlich schwer, auch im mannschaftstaktischen Bereich was zu machen. Da haben wir hier insgesamt, was die Trainingsbedingungen angeht, schon ganz gute Voraussetzungen. Und ich denke einfach, jeder Bereich hat so irgendwo seine Ecken und Kanten. Und man kann aber auch aus dem Bereich Senioren was in den Jugendbereich transportieren, genauso wie man was aus dem Jugendbereich in den Seniorenbereich mit transportieren kann. Und ich denke mal, wichtig ist, dass man irgendwo den Fußball vermitteln kann und will. Und das habe ich sowohl im Jugendbereich getan, wie jetzt auch im Seniorenbereich. Und wichtig ist logischerweise dann auch der erfolgreiche Fußball. Mhm. Eine Frage habe ich ja noch. Haben Sie auch Freunde und Bekannte, die, sage ich mal, ganz unten im Amateurbereich in den Kreisklassen unterwegs sind? Oder verfolgen Sie auch das Geschehen um die zweite Mannschaft von Fortuna Köln, die aktuell in der Kreisliga A spielt? Klar verfolgen wir das Geschehen. Wir können jetzt nicht immer bei jedem Spiel mit bei sein oder können auch nicht so viele Spiele sehen, weil teilweise auch zeitgleich spielen. Ich habe auch Bekannte, die hier noch in der Hobbyliga, sprich Kreisliga D ist das, glaube ich, hier in Köln spielen. Und von dem her, natürlich, Fußball ist auch irgendwo mein Leben. Ne? Ich meine, ich habe lange Jahre zweite Liga gespielt. Ich war hier als Teammanager noch unterwegs, war dann mal 2 Jahre aus dem Fußball so ein bisschen raus und bin dann zurückgekommen, weil ich einfach darin aufgehe und das so ein bisschen meine Welt auch ist. Und deswegen bin ich immer und überall, wo Fußball gespielt wird, am Start, klar. Also ohne Fußball geht gar nicht, höre ich da raus. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch, wünsche natürlich auch heute gegen großen FC viel Erfolg, vielleicht eine Überraschung drin. Alles klar. Dankeschön. Besten Dank.